Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mount & Blade Warband mit mir zusammen, dem Malte. Ja Freunde, wir sind momentan in Dirim und ich erinnere daran, was beim letzten Mal passiert ist. Wir haben unseren Krieg im Osten beenden können, erfolgreich tatsächlich auch. Wir konnten mit Bogradogir unser letztes Kriegsziel für uns einholen und dementsprechend ja den Friedensvertrag mit den Vegir-Jungs hier unterzeichnen, sodass im Osten jetzt Frieden herrscht und wir uns unseren nächsten Zielen widmen können, die wir beim letzten Mal auch schon so klar abgesteckt haben. Unser nächster Gegner soll planmäßig das Saranidische Sultanat lauten, wenn nichts dazwischen kommt, und dafür werden wir jetzt erstmal ein paar Vorbereitungen treffen. Ja, wir sind momentan nämlich, wir können nochmal ganz kurz drauf gucken, unterwegs mit jetzt 38 Rittern und haben 100 Ritter auf Reserve. Und ja, jeder, der jetzt hier schon ein, zwei Feldzüge gesehen hat, der weiß, gerade längere Kriege verbrauchen logischerweise mehr Material, so möchte ich es mal nennen, mehr Menschenmaterial. Und dementsprechend wäre es nicht schlecht, wenn wir vorher ein bisschen auch aufrüsten könnten. Und von daher werden wir uns als allererstes auf eine kleine Rekrutierungsrunde begeben, bei der wir es nach Möglichkeit ein paar Leute ansammeln werden. Parallel dazu müssten wir aber auch noch, wenn es irgendwie geht, ein bisschen Moral sammeln, denn die ist ja jetzt alleine schon bei durchschnittlich. Weswegen wir auch da noch hinterher müssen, das heißt, ja, ich weiß gar nicht, wo wir da jetzt so regelrecht anfangen sollen. Ich denke, wir werden beides nur so ein bisschen parallel machen, wenn es irgendwie geht. Wir starten am besten erstmal rein mit einer Ostrekrutierungsrunde, sofern die Dörfer heile sind. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, kicken wir einfach mal rein. So, dann gucken wir mal, was das Ganze jetzt gebracht hat. Also, wir haben jetzt tatsächlich die erste Truppe hier besiegt. 43 Tote verursacht, 5 Moralpunkte gewonnen. Ich weiß es nicht, reicht das tatsächlich sogar, um unsere Truppenmoral auf hoch wieder zu stärken? Sehr schön, also, ja, damit sollten wir auf jeden Fall die ersten Schritte hier getan haben. Kriegen auch schon wieder den ersten Waffenknecht hier zurück. Die befreiten Gefangenen, auf die verzichten wir mal. Gucken hier nochmal drauf. Das Brathähnchen ist immer frisch, sehr schön. Und Sachen brauchen wir keine. Dementsprechend also, ja, momentan sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Wir kommen ganz gut voran. Machen wir dementsprechend, denke ich mal, erstmal weiter. Joa, damit dürfte dann wohl der nächste 48er-Trupp dann glauben. Macht wieder weitere 4 Moralpunkte für unsere Kasse. Truppenmoral mittlerweile gerade auf sehr hoch unterwegs. Dementsprechend haben wir es also da tatsächlich ein bisschen Puffer. Ansonsten werde ich gleich mal vielleicht zusätzlich noch versuchen, ein bisschen kulinarische Sachen mal wieder auf den Speiseplan zu bringen, um auch dort tatsächlich mal wieder für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Ja, und ansonsten sieht der Trupp bislang auch wieder ganz gut aus. Dementsprechend, ja, machen wir einfach mal weiter.
So, ich denke jetzt aber tatsächlich mal, ja, nach der letzten Schlacht, nachdem wir jetzt tatsächlich hier in Suno wieder gelandet sind, muss man sagen, also ich denke, unser Plan nimmt jetzt langsam ein bisschen Gestalt an. Wir laufen momentan herum mit, Sekunde, ich kann mal ganz kurz vor euch draufgehen wieder, mit 140 Truppen, wie ihr vorhin gesehen habt, und jetzt schon wieder 43 Rittern, plus halt das Repertoire, was da halt hinterher geschossen kommt. Das sieht momentan wieder ganz gut aus, ja, und wie ihr vorhin auch zum Beispiel sehen durftet, ja, war tatsächlich Praven für unser Inventar doch sehr hilfreich. Also die kulinarische Teil im Speiseplan ist wieder ziemlich stark geworden. Dementsprechend also rein alleine schon aus Essensgründen ist unser Truppenbericht momentan, Truppenmoral müsste sehr gut aufgewertet werden. Hier sieht man es auch, also durch die Nahrungsvielfalt aufgestiegen momentan auf um plus 73 Punkte, sind momentan bei 76, was eine hohe Truppenmoral verspricht. Gut, jetzt überlege ich gerade, Freunde, ob wir noch das Turnier hier in Suno mitnehmen sollten. Haben wir jetzt ja auch schon wieder eine längere Zeit kein Turnier mehr abgehalten. Außerdem war bislang diese Folge viel durch reine Rumreiterei. Ja, tatsächlich bestückt. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, machen wir doch einfach nochmal hier mit. Wie gesagt, haben wir schon länger nicht mehr getan. Und dementsprechend nutzen wir tatsächlich mal die Chance, dass wir hier dann doch mal wieder ein bisschen mitspielen können. Und dementsprechend, ja, kann man dazu noch zusätzlich seine Stangenwaffen-Skills, die bei uns ja sowieso nicht die ausgebautesten sind, nochmal eben ein bisschen trainieren. Dazu sollte ich jetzt aber auch am besten nochmal meinem Mate hier helfen, der doch ein bisschen in Not gerät. So, und schlag den doch kaputt. Ach nein, nicht du den. Ich meinte, du solltest den anderen kaputt schlagen. Na egal. So, 3 gegen 1 haben wir jetzt gerade noch. Zwei leider zu Pferd unterwegs. Das heißt, wir sollten am besten dafür zumindest sorgen, dass die nicht mehr beide mit Pferd hier hinterher uns jagen können. Oder der einfach gar nicht mehr uns hinterher jagen kann. So, versuchen wir es nochmal hier genau zumindest das Pferd zu Fall zu bringen. So, und damit ist er auch kaputt. Das ist also noch 2 gegen 1, noch einer beritten. Mann, der ist auch ganz schön zäh, oder? Der hat Widerstandskraft. Das ist bestimmt einer unserer eigenen Leute. Denn man darf nicht vergessen, die ganzen Level-Ups haben zum Beispiel Leute wie Mani und Co. Die haben ja auch schon so 60 Lebenspunkte. Nee, ist aber Draton gewesen. Aber das wäre jetzt noch so zum Beispiel ein Argument gewesen. Und man halt hätte gucken müssen. Auch hier sehr, sehr widerspenstig. Jetzt haben wir sie aber. Und Serena also auch zu Fall gebracht. Ja, zwei dieser Helden, die ja tatsächlich einen Namen haben, aber nur bei Turnieren auftreten. Ich finde das auch mal sehr interessant. Ich hätte echt gedacht damals, wo ich das zuerst gesehen habe, dass da noch ein bisschen mehr kommt an Input. Autsch, okay, das riecht nach einem 3 gegen 1. Au, das geht wieder Kellen. So, okay. Also die Hälfte von Team Blau haben wir gerade erstmal alleine besiegt. Einzigen Mate, den wir noch haben, sorgt aber auch dafür, der Elite-Soldat, dass das noch ein bisschen besser für uns aussieht. Nein, du gehst nicht von hinten unseren Soldaten an. Misst dich schön mit uns. Und da kommt jetzt natürlich wieder ein Pferdchen, das ist ja klar. So. Wird nach Strich und Faden verdroschen, der Typ. Und jetzt hier im 1 gegen 1. Oh, unser Elite-Soldat hat tatsächlich was geleistet. Er hat hier fast 4 oder 5 Leute platt gemacht. Nicht übel, Kollege. Das sah schon mal nicht schlecht aus. So, wir gehen jetzt nochmal in ein so schönes 4 gegen 4. Gegen 4 gegen 4. Ja, genau. Es sind nämlich 4x4 Teams. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie mitmischen können. So, sehr schön. 2 gegen 1. So, mischen wir jetzt genau mit. So, er kümmert sich um Blau, wir um Gelb. So, und damit, ja, bleibt es nur noch Blau, 2 gegen 4. Leider allesamt blöde bewaffnet. Aber Achimena immer noch auf unserer Seite gewesen. Oh. So, 2 gegen 1 noch. Wir mussten gerade ganz schön kräftig bluten. Ja, zweimal Zweihänder, ouch. Das tut halt schon weh. Vor allem, wenn die von oben nach unten schlagen. Gut, das hat uns jetzt tatsächlich ein bisschen Lebenspunkte gekostet. Dafür ist jetzt immerhin mal ein schönes 1 gegen 1 jetzt hier nochmal im Achtelfinale. Und wir sind sogar beritten. Das heißt, der Typ kann da eigentlich gleich aufgeben. Autsch. Ja, Pustekuchen mal. Der gibt einfach nochmal eine Elferkelle mit. So, jetzt aber. Eigentlich haben wir mittlerweile so viel Athletik, so viel Geschwindigkeit einfach, wenn wir nicht hochgerüstet sind. Das fällt einem gar nicht so auf. Mittlerweile sind wir, wenn wir hochgerüstet sind, eigentlich ganz gut in der Bewegung.
Aber wenn wir eigentlich gar keine gute Rüstung anhaben, sind wir tatsächlich eigentlich mittlerweile so schnell, dass uns theoretisch eigentlich zwei Schläge gelingen sollte, bevor dem anderen überhaupt einer gelingt. So. Also auch das Ding hier gewonnen. Sehr schön. Und ab ins Finale. Ein wunderbares 1 gegen 1. Mit zwei Händern. Ja, sehr schön. Autsch. Das Ding ist nicht so optimal, aber egal. Wenn du die nächsten zwei Schläge halt triffst gegen Katrin und dir dann 100 Schaden verabreichst, dann kann sie einfach auch nach Hause gehen. So, sehr schön. Also ein kleines Turnier für die Unterhaltung zwischendurch nochmal gewonnen. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt uns auf den Weg nach Dirim und ja, gucken uns dann nochmal unsere Truppe an. Tja, Freunde, oder man nimmt einfach unterwegs nochmal eben 90 Waldbanditen mit. Denn, ja, wenn sie einem das schon so offen anbieten, dann kann man da ja auch nicht Nein sagen. Sehr schön, konnten wir also dort auch nochmal ein paar Moralpünktchen mitnehmen. So, und nun im zweiten Anlauf versuchen wir jetzt nach Dirim zu kommen. Das werde ich jetzt auch mal nicht wegcutten, weil jetzt möchte ich da tatsächlich in einem Rutsch durch. So, genau, das Truppenmoral, wie gesagt, ist ja immer noch hoch. Also da konnten wir bislang ganz gut gegenarbeiten, gegen den Verfall. Und damit sind wir jetzt tatsächlich also in der Nähe von Dirim angelangt. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt hier? Wir packen als erstes, denke ich mal, die 48 Ritter rüber. Haben jetzt hier momentan tatsächlich einen Truppenanteil, mit dem man erstmal leben kann. So, 148 Ritter, die wir also momentan gesamt verfügen. Das ist noch ein bisschen wenig, aber wie gesagt, die ganzen Waffenknechte, Fußsoldaten, Milizen, die sollten jetzt eigentlich in den nächsten paar Tagen nachrutschen gehen. Ansonsten gucken wir mal auf den Warenhändler, aber ich denke mal, dass wir hier... Ja gut, ich muss ganz kurz gucken. Übel riechend. Ja, das ist schon schlecht. Genau, das können wir dann mal austauschen. Ja, machen wir es nochmal neu. Genau, und packen da jetzt nochmal ein frisches Brathähnchen und ein frisches Stückchen Schweinefleisch rein. Genauso wie Käse und Trauben. Und das Dörrfleisch eigentlich auch. Genau, und der Korn, der geht auch bald zur Neige. Das heißt, da packen wir auch mal zwei mit rein. Und die Früchte eigentlich auch. Tja, Malte, du bist so richtig auf Shoppingtour. Ich merke das schon. Also, reichhaltiges Essen ist in diesem Trupp auf jeden Fall gegeben. Hat man ja sonst eher selten, tatsächlich auch wegen Kriegszeiten, da gibt es dann nur Korn und Brot. Jetzt aber, während des Friedens, jetzt wo man sowieso zwischen den ganzen Städten hin und her pendelt, kann man den Jungs eigentlich auch mal was Gutes gönnen. So, die Frage ist jetzt, hohe Truppenmoral, sollte ich das nutzen eigentlich, um jetzt einfach mal hier einen Tag stehen zu bleiben? Andererseits müssen wir dann wieder händeringend nach Bösewichten suchen. Ich versuche es mir mal zunutze zu machen. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal hier ganz kurz ein, zwei Tägchen Pause in der Hoffnung, dass wir jetzt einfach ein bisschen EP generieren. Also wir werden es auf jeden Fall EP generieren. Aber dass wir sozusagen ohne großen Aufwand das Ganze machen. So, 7000, die nehmen wir zum Beispiel schon mal ganz gerne mit. Damit rüsten wir schon mal auf. So, und genau, Troma ist gerade sogar sehr hoch, weil wir wieder ein bisschen an Nahrungsmittel nachgelegt haben. Lass uns mal gucken. Ja, wie gesagt, also einen zweiten Tag auf jeden Fall noch und dann könnten wir schon wieder auf überdurchschnittlich sein, glaube ich, wenn wir Pech haben. So, Abend und nächste Nacht ist um, wieder 7000 EP. Sehr schön, bringt uns hier also auch wieder voran. Ne, Truppenmoral immer auch sehr hoch, sehr schön, dann nehmen wir natürlich noch einen Tag mit. Ja, jetzt lassen wir tatsächlich mal ein paar Tage verstreichen. Kann tatsächlich auch mal nicht schaden. Da steigen auch mal die Beziehungen mit den Fürsten wieder. Die wir mal so tausendfach gefangen genommen haben. Ja, die Wirtschaft erholt sich tatsächlich auf. Der Tibestin zum Beispiel ist sogar schon wieder reich geworden. Der Waffenstillstand zwischen den Kergits und den Saraniden ist ausgelaufen. Das heißt, da könnte es demnächst auch mal wieder krachen. Aber wie gesagt, wir nutzen gerade einfach die Zeit, um uns ein bisschen hier wieder zu erfrischen. So, die Frage ist, stecke ich jetzt die Ritter, packe ich die jetzt weg?
Weil die sind ja schon voll aufgerüstet. Da müssen wir weniger Mäuler stopfen. Das mache ich mal eben ganz kurz. Heißt, die nächsten Ritter, 161 mittlerweile, haben wir es beiseite geschafft. Wir haben jetzt einen Trupp noch bestehend so aus 80 Leuten. Ja, Pi mal Daumen, 80 Leuten. 160, ja, also eigentlich, wenn diese Jungs hier alle Ritter werden würden, dann könnte ich mich schon damit fast arrangieren, was wir hier so haben für den nächsten Feldzug. Ihr merkt schon, ich spreche gerade so ein bisschen langsam, weil ich am Überlegen bin, ob 200 oder 250 Ritter, was da besser wäre. Natürlich hilft viel, immer viel mehr, aber da müsste ich die ganze Folge definitiv für so diese Nachrekrutiererei opfern. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so in eurem Interesse ist. Weil hier soll ja auch ein bisschen was passieren. Dementsprechend muss ich mal gucken. So, Thomas ist derweil wieder ausgezeichnet. Das heißt, sie steigt eigentlich gerade. Ja, dementsprechend würde ich einfach sagen, ich mache jetzt erstmal ein bisschen weiter und melde mich dann wieder, wenn es wieder was Interessantes zu berichten gibt. Eigentlich, Freunde, fällt mir jetzt gerade was ein. Ja, ich habe es mir gerade nämlich überlegt, dass man eigentlich auch die Zeit, die wir jetzt hier sowieso so rumtröten, nutzen könnte dafür, um tatsächlich nochmal die Dörfer hier so in den nördlichen Regionen abzuschreiben, um dort tatsächlich dafür zu sorgen, jetzt wo ich gerade auch so einen Abrechnungstag bekommen habe mit unserem ganz, ganz dicken Inventar hier, also mit unserem gefüllten Geldsäckelchen von 880.000, 884.000 um genau zu sein. Dass man das eigentlich nutzen müsste, um nochmal die ganzen Dörfer hier im Norden zumindest mit sowas wie Bodenstationen auszustatten lassen. Na gut, Bodenstationen sind ja nicht so wichtig, aber die Wachtürme eigentlich eher. Die Bodenstationen gehen mittlerweile ja schon auf den Sack, dass man so viele Meldungen bekommt. Aber eigentlich würde sich zumindest es lohnen, die Wachtürme zu bauen, dass sie einfach länger brauchen, bis sie hier sozusagen ihren Kriegsfortschritt erzielen gegen die ganzen Dörfer. Dementsprechend würde ich einfach sagen, reiten wir durchaus mal los und ja, nehmen uns sozusagen mal einmal die ganzen Dörfer hier in den Regionen an. Ja, ich denke, ein paar Tage können wir das durchaus durchziehen. Wo haben wir noch vor, durchzuziehen? Hier sind auch 60 Leute, die wir noch ganz nach oben bringen müssen. Von daher, ja, wird schon passen. So, das heißt, wir beginnen dann in Trebanda und ja, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich werde mal sozusagen das nächst naheliegendste werde ich dann einfach bauen gehen. Ach, Entschuldigung, Leute. Wie gesagt, ich wollte euch nicht erschrecken. Das passiert hier aber auch mal. Ach, dämliche Scheißerkältung, ey. Boah. So, falls ihr fragt, was ich hier gerade wieder treibe noch, ich habe mir gerade nochmal in den Kopf gesetzt, dass ich ja doch nochmal, wenn ich sowieso hier bin, mich auch nochmal mit den Burgen und Städten auseinandersetzen kann. Nicht, dass ich dazu völlig noch irgendwelche Bodenstationen vergessen habe. Weil das wäre doch schon ärgerlich, wenn jetzt tatsächlich mal keine Benachrichtigung bekämen, dass da irgendwas vernünftig belagert wird, währenddessen wir ja sozusagen auf der anderen Seite unseres Reiches rumturnen. Und ich mache am besten hier bei Barzek weiter.
Also ich muss ja doch sagen, dass das jetzt zwei Kämpfe waren, die ja doch sehr unangenehm waren. Zum einen jetzt gerade dieser Kampf hier in diesem Hochgebirge, wo ich jetzt gefühlt überhaupt nicht zurechtkam. Plus der Kampf tatsächlich, den wir vorhin davor hatten, gegen so eine Truppe von Vegir-Deserteur-Reitern, die mir einfach auch aufgrund der Tatsache, dass sie wieder mit ihren dämlichen Lanzen einherkamen, mir sehr viele Probleme bereitet haben. Also das war wirklich jetzt tatsächlich zweimal nicht ganz so schön. Ja, dementsprechend gehen wir erstmal weiter auf die Rekrutierungsrunde, aber da muss man echt aufpassen. Also solche Leute, ne, da muss man ja doch noch den Hut vorziehen. Die können durchaus noch ein wenig kämpfen. Das muss man ihnen tatsächlich so lassen. So. Und da haben wir tatsächlich wieder eine kleine Geschichtenzeit. So, denn Martelt meldet sich. Hm, hört ihr das? Das müssen die Wellen sein, die sich an der Langzunge brechen. Wir müssen in Nähe von Gundings Point sein. Lol, davon habe ich ja selber noch nicht gehört. Ja, dann erzählt mir mehr. Also tatsächlich eine Geschichte, die ich selber so gar nicht gekannt habe. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ihr kennt die Geschichte nicht? Als Gundigs Harry Beaks aus dem Nordland nach Caradia kam, pflanzte er sein Banner auf der Landzunge auf und sagte, es bliebe dort, bis er sich sein Erbe wiedergeholt habe. Sein Erbe nannte er es. Gundig glaubte den Leuten, die ihm erzählten, dass der Kaiser Caradias den Nordmännern, dass der Kaiser Caradia den Nordmännern gegeben habe, während er uns tatsächlich bloß einen kleinen Streifen Land entlang der Küste gegeben hatte, damit wir unsere Galeeren bemannen, damit wir seine Galeeren bemannen konnten. Die Geschichte gab Gundig wenigstens einen Grund, eine Kriegstruppe auszuheben. Nicht, dass wir Nordmänner je einen Grund brauchen. Er segelte übers Meer, brachte die Nordmänner Caradias unter sein Banner und marschierte zum Fels von Rivacek. Die Vegiren töteten ihn, warfen sein Banner in die Brandung, aber die Nordmänner kommen immer wieder und eines Tages wird ganz Caradia uns gehören. Ja, oder halt eben uns. Naja, gut, aber interessant tatsächlich, also ich fasse gleich nochmal ganz kurz die Story hier zusammen. Irgendein König der Nordmann, der von ganz da oben kommt, hat sich tatsächlich also nach einem Handel mit dem Kaiser hier an diesem Küstenstreifen hier durfte er sich niederlassen. Und tatsächlich, ja, hielt er es nicht so ganz mit seinem ja, Geschäftchen, da ihm das irgendwie anders erklärt worden war. Also er dachte nicht, dass er hier diesen Landzunge sozusagen kriegt, damit er hier seine Truppe mannen kann. Nein, er dachte, was gemeint wäre tatsächlich der Besitz halt ganz Caradias mit gemeint tatsächlich. Also statt dieses Streifens, dieses ganze Territorium hier. Ich frage mich, wie er eigentlich auf den Stoß kommen kann, denn das ist doch ein bisschen viel Gebiet für irgendeinen Handel. Ja, und der ist dann also tatsächlich losmarschiert, um sich sein Erbe sozusagen zu holen. Und ja, der Feldzug, er führte ihn gerade mal, muss man tatsächlich sagen, bis nach Rivacek, also tatsächlich Alburg, Bulugar, das hat noch funktioniert, aber in Rivacek war dann Schluss, sie haben ihn umgelegt und ja, das war es dann auch schon mit seinem Feldzug. Aber tatsächlich ganz interessant zu wissen, also hier nochmal eine kleine Sage, Legende aus den alten Kaiserszeiten. Machen wir erstmal weiter.
So, dementsprechend würde ich mal Zeit sagen, ist es ganz kurz Zeit, Bericht abzulegen. Also, wir haben jetzt tatsächlich unsere Nordrunde hier einmal komplett vollendet, sind einmal durch jedes verdammte Drecksdorf durchgeritten, um hier sozusagen, ja, einmal nachzurüsten. Wir haben derweil, ich würde sagen, kaum Geld verloren. Also, wir hatten ja zwischendurch nochmal einen Zahltag gehabt. Ich denke mal, so 30.000, 40.000 Dinare haben wir jetzt einmal reingesteckt in die ganze Geschichte. Aber ich denke, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Das war jetzt nicht schlecht, dass wir es getan haben. Ansonsten haben wir jetzt tatsächlich wieder nochmal 39 Ritter, die wir jetzt sozusagen theoretisch rüberpacken könnten, beziehungsweise wo wir jetzt einmal wieder abgleichen können, wie das jetzt hier aussieht. Haben wir es also tatsächlich mit dieser Anzahl an Rittern die 200er-Marke geknackt und sind damit tatsächlich jetzt theoretisch in der Lage, auf jeden Fall, ja, zu arbeiten, beziehungsweise wieder in Feldzüge uns, ja, diesen Feldzügen zu frönen, wieder an Feldzügen zu begeistern. Ansonsten gucken wir mal ganz kurz nicht beim Waffenhändler, sondern beim Warenhändler. Das Hähnchen ist 2 Tage alt, das könnte man am besten jetzt schon wieder austauschen gehen. Wir sortieren hier am besten einmal ganz kurz durch. Die Früchte hier, die kann man tatsächlich so auf einen Packen tun. Selbiges gilt für den Räucherfisch und dann der Kohlkopf und das Dörrfleisch. So, wir packen dazu ein Schweinefleisch, ein Brathähnchen. Und ansonsten könnte man hier tatsächlich sich noch wieder mit dem üblichen Standardzeug versorgen, aber ich denke, daran haben wir momentan keinen Bedarf. Gut, haben wir das also auch schon mal geklärt. So, und jetzt tatsächlich mal eine interessante Frage für mich. Für euch ist, ihr seht natürlich, wie lang die Folge ist. Für mich ist es natürlich fraglich so, ja, also grundsätzlich muss ich sagen, wenn ich bei mir einigermaßen Zeitplan bleiben will, müsste ich die Folge tatsächlich jetzt beenden. Für euch, wie gesagt, war es jetzt natürlich die längste und nicht die beste Folge, aber ihr wisst, solche Folgen müssen eigentlich zwischendurch mal sein. Aber wir haben jetzt tatsächlich so, würde ich sagen, die Grundlage dafür geschaffen, dass wir also jetzt tatsächlich ja wieder Feldzüge führen können, können uns dann beim nächsten Mal ja den Saraniden widmen und dann uns tatsächlich die letzte swardische Burg nochmal zurückholen. Und wer weiß, je nachdem wie fix wir sind, denn wir sind jetzt auch relativ nah wieder an so Versorgungslinien, könnten wir auch dazu noch direkt übergehen, dann vielleicht auch noch hier die letzten Rodokschen Burgen irgendwie in unserem Besitz zu bekommen. Gut, Freunde, ansonsten würde ich sagen, war es an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hat mir auf jeden Fall wieder einigermaßen Spaß bereitet. War natürlich auf jeden Fall eine Folge, die mich jetzt hier doch durchs gesamte Land nochmal gebracht hat. Ich hoffe, ihr konntet mit der Folge leben. Wie gesagt, war es für euch wahrscheinlich nicht das absolute Highlight. Aber ja, diese Nachrichtungsfolgen müssen mal sein. Und außerdem, immerhin konnten wir dadurch tatsächlich, dass wir da überall lang geritten sind, nochmal erfahren, tatsächlich diese kleine gute Geschichte von Martheld, wie das damals aussah. Also, ich finde immer tatsächlich diese Mythen und Legenden ganz spannend. Vielleicht sehen wir davon dann beim nächsten Mal auch schon direkt wieder mehr, wenn es dann wieder heißt: Let's Play Mountain Blade Warband mit mir zusammen, dem Malte. Dementsprechend, ich sage nochmal: Ciao, wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss!